zusammen, Ruppi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch der Eldrador Mini Creatures Steinroboter inklusive dem Steinlord. Das ist nun der vierte Roboter, den ich hier auspacke. Wir haben uns schon den Dschungel, den Eis und den Lava-Lord inklusive ihren Roboter angeschaut. Jetzt wird hier noch der Steinlord mit seinem Roboter und der kommt dieses Mal mit einem Steinhammer. Jede Welt hat ihre eigene Farbe und Stein haben sie hier, wie auch schon die Kreaturen, in Grau und in Grün bemalt. Und der Steinlord kommt hier tatsächlich auch in einem Smaragdgrün, so leicht transparent und der sieht mal richtig aus wie ein Gremlin. Ist grün wie Gremlins, also hier ein kleiner Stein-Gremlin. Auch hier kann ich euch keine wirklichen Fakten zur Figur, zum Roboter sagen. Ich habe hier nur einen ganz groben Begleittext, welcher da lautet: Der Steinroboter geht mit seinen beweglichen Armen und dem austauschbaren Steinhammer hart gegen seine Gegner vor. Vor allem, wenn er vom Steinlord gesteuert wird, dem Anführer der Mini-Creatures aus der Steinwelt. Der kleine Fiesling besteht aus mächtigem Kristallstein und wird in den Roboter eingesetzt. Ja, das ist auch schon alles. Mehr kann ich euch dazu gar nicht mit auf den Weg geben, aber sobald das neue Eldrador Creatures Magazin erscheint, da werden wir die Lava- und die Steinwelt drin finden und da mache ich natürlich auch wieder ein entsprechendes Special. Ja, und mit diesem Stein, Dschungel, Lava- und Eislot hat man dann auch endlich alle Mini-Creatures beisammen, wenn man denn alle 17 aus den Tüten hat. Hier können wir aber eines machen, da ich alle 4 Mini-Creatures zur Steinwelt habe, können wir selbstverständlich hier auch mal alle im Roboter reinsetzen, austauschen und mal gucken, welcher von diesen Mini-Creatures am besten in diesen Steinroboter reinpasst. Rein optisch muss ich sagen, gefällt mir dieser Steinlord mit dem Eislord zusammen echt am besten. Aber halt nur von den Bildern her. Ich bin gespannt. Man kann es erst wirklich sagen, wenn die Figur vor einem auf dem Tisch steht. Das werden wir jetzt machen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und los geht's. Ja, und wie alle Boxen hat auch dieses Set hier die Größe von 19 cm in der Höhe, 13 in der Breite und circa 10,5 in der Tiefe. Hier vorne sehen wir den Steinroboter mit dem Steinlord drin. Sieht klasse aus. Ich hoffe, er kommt genauso schön transparent, wie sie ihn hier übrigens auch auf der Seite hier abgebildet haben. Sag ja, das sieht ein bisschen aus wie ein Gremlin. Gefällt mir also sehr gut. Dieser Steinlord hier hat die Nummer 42547. Empfohlen 7 bis 12 Jahre. Nach oben keine Grenze. Ich denke mal, bei Kids wie auch bei altgedienten Sammlern allseits beliebt. Hier sehen wir noch eine Abbildung. Bin gespannt, wie das Grün auf diesem Grau hier kommt. Ja, auf der Rückseite sehen wir die tatsächliche Größe von unserem Steinroboter, nämlich 11 cm in der Höhe, 11,5 in der Breite und 7,5 in der Tiefe. Steinhammer ist mit dabei und auch unser Steinlord. Hier seht ihr alle 4 nochmal und ja, wenn ihr meine Videos gesehen habt, habt ihr auch alle gesehen, inklusive der Figur von heute. Eis, Lava, Dschungel und Stein. Hier seht ihr noch ein paar Mini-Creatures und hier die Möglichkeiten, die ihr mit der Figur hier bekommt. Dann hier gleich mal aufschneiden. Alles noch original verkorkst. So. Und gleich mal hier reinschauen. Okay, wir haben hier den Hammer. Wow, der ist richtig schwer, der wiegt was. Dann haben wir hier unseren Steinlord in einem schnittigen, hellen, transparenten Grün. Das gefällt mir sehr gut. Und wir haben hier den Roboter. Jawohl. Ja, als erstes beginne ich wie immer mit der Waffe, mit dem Hammer. Ja, auch ihn müssen wir leider Gottes aufschneiden. Nicht perforiert. Hier haben wir den Hammer. Das ist ja der Hammer, ne? Ihr seht, hier ist schon ziemlich verbogen. Warum auch immer, aber nicht schlimm. Warmes Wasser nehmen, dann könnt ihr es wieder hinbiegen. Also der Hammer ist richtig mächtig, ist richtig schwer. Wir haben hier allein schon eine Größe von über 5 cm in der Länge und der Hammer insgesamt hat eine Höhe von gut 8,5, ne, knapp 8,5 cm. Auch dieser Hammer, ähnlich wie die anderen Waffen, ganz grob
gestaltet, ja, mit so Einkerbungen drin. Das ist witzig, kann man angucken. Und ja, damit kann der gute Steinroboter natürlich auch entsprechend ganz schön austeilen, ne? So sieht das Ganze aus. Leider Gottes keine zweite Farbe bekommen, einfach nur grau gegossen. Finde ich ein bisschen schade. Aber ja Gott, was will ich machen, ne? So, dann kommen wir hier zu unserem Steinlord. Und der hat natürlich die gleiche Größe wie alle, nämlich 4 cm in der Höhe und 3,5 in der Breite. Und was soll man sagen? Er sieht klasse aus. Das hier sieht halt noch aus wie eine Figur aus Eldrador Creatures, wenn auch hier oben und unten ziemlich flach, damit wir die Figuren stapeln können. Aber ich sehe hier wenigstens mal die Arme, ne? Nicht so grob angelegt wie bei den anderen Figuren, sondern hier kann man tatsächlich durchgucken. Das ist super. Das sieht wirklich aus wie eine Figur. Auch wenn die Ohren hier oben relativ flach sind, egal, durch dieses Ausgefranste da hinten sieht es wirklich gut aus. Hat auch bisher die kleinsten Augen, also wirklich winzig. Dann sieht man hier noch ein paar Zähne, die aus dem Unterkiefer rausragen. Guckt ziemlich giftig, macht natürlich auch das Grün aus. Man sieht gar nicht so richtig, ist er nackig oder hat er was an. Das hier sieht aus wie eine Brust und unten, ja, hat er halt nichts. Ist auch ein Monster, ne? Auch hier die Fäuste wieder geballt. Ziemlich lange Krallen, die er hier hat. Von hinten, ja, auch noch hier wie so Platten, wie von einem Krokodil irgendwie, ne? So richtig Schuppenplatten. Hier kann man auch die Ohren schön sehen. Das sind so typische Gargoyle-Ohren. Ja, ziemlich muskulöses Kreuz, muss man sagen. Und ja, das ganze Ding in Smaragdgrün und transparent. Ich leuchte es mal an mit der Taschenlampe und ihr seht, das scheint hier super durch. Also ja, gefällt mir mit dem Eislord zusammen bisher wirklich am besten. Ich werde dann auch gleich mal alle noch nebeneinander stellen, damit ihr mal die ganzen Special Lords hier komplett seht. Es gibt ja auch noch den goldenen Goldor, ist auch ein Special, aber der ist halt eben nicht transparent wie diese Lords von unseren Robotern. Also der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, muss man sagen. Und dann kommen wir hier zu unserem Steinroboter. Auch hier gleich rausholen. So. Ja, auch er, ihr wisst ja mittlerweile, sie haben alle exakt genau die gleiche Form, die gleiche Stellung, die gleiche Pose und ihr könnt auch hier wieder die Arme bewegen, 360 Grad, überhaupt kein Problem. Ihr wisst ja mittlerweile, wenn ihr das letzte Video vom Lava-Roboter gesehen habt, er kann auch einen Handstand machen, das kann der hier auch. Komm, das machen wir gleich. Schaut mal, steht auf Anhieb. Ha, ist das cool oder ist das cool? Ich finde es super, also ganz schön sportlich, ja, diese Roboter. Das denkt man eigentlich gar nicht, von dem her. Gut, ja, und ihn haben sie halt ganz einfach in Grau gegossen. Das ist dieses typische Steingrau, was sie hier alle haben, ne, die kleinen Creatures. Das ist okay. Was ich halt wirklich schade finde, ich muss es hier nochmal sagen, wenn ihr den Steingolem oder den Steinkoloss oder was weiß ich, die ganzen Steinwesen habt, dann wisst ihr ja, dass teilweise auch hier helle Kristalle drin sind, beziehungsweise so Kristalle in dieser Farbe. Jetzt frage ich mich doch, warum ist denn hier vorne nicht so ein Kristall in transparent drin? Warum sind denn die Spitzen hier nicht transparent? Das ist doch echt verschenkt, genauso wie das hier hinten, ja? Oder beim Steinmonster gibt es hier so moosige Auswüchse. Warum ist das hier nicht drauf? Das hätte doch viel besser ausgesehen. Das ist doch, ne, das ist doch einfach nur langweilig und einfallslos. Hinten ist überhaupt gar nichts. 0,0. Einfach nur einfarbig grau mit den ganzen Schlieren und so weiter und so fort. Ich finde es gut, dass es nicht so, ja, brutal roboterhaft aussieht. Ne, also das hätte man noch viel statischer machen können. Von dem her, das ist schon echt locker modelliert. Das Ganze gefällt mir gut. Aber dann einfach hier vorne einen grünen Sprüher drauf, an die Finger einen grünen Sprüher dran, ja, und dann an die Schuhspitze noch ein bisschen grün dran, wo dann auch noch hier oben drauf genebelt hat. Das ist doch, mein Gott, das ist, ja, mal ganz ehrlich, wir sprechen hier von Schleich,
Und rein optisch von der Farbe her kommt es wie von einem Billiganbieter. Das muss ich hier einfach mal sagen. Und es ist ja nicht nur bei diesen Figuren hier. Also was Schleich da momentan farbtechnisch macht, das magst du dir als Sammler echt eigentlich nicht angucken. Ja? Es sieht sehr reizvoll aus. Dieses Grau und dieses Grün ist Bombe. Ja? Aber wenn man schon so Vorlagen gemacht hat, wie die ganzen Figuren, dann mach doch bitte hier auch noch transparente Teile dran. Ein bisschen dunkelgrünes Moos oder so irgendwie was, ja. Und naja, gut. Der Ice Lord ist transparent und das genügt Schleich, ne? Wenn der transparent da oben drin sitzt. Übrigens, hier sind wieder so Noppen drin und die Figuren haben ja auch diese Löcher. Das heißt, es passt hier eigentlich rein. Ja, das tut er auch sehr gut. Und er passt so gut, dass er, auch wenn er noch so schüttelt, dass er nicht rausfällt. Das ist klasse. So, dann haben wir hier den Hammer und der Stiel ist halt wirklich extrem dünn und ihr müsst teilweise echt drücken, dass das Ding hier überhaupt in den Händen drin bleibt. Und wenn da ein Kind blöd drückt, ja, dann knickt es ganz einfach ab. Das kann ich euch sagen, ne? Also man sollte das schon echt ein bisschen vorsichtig machen, ne? Hier muss ich schon wieder drücken wie ein Ochse, damit es drin bleibt, ja. Das rutscht dann schon rein, aber ihr müsst wirklich oben und unten gleichzeitig drücken, am besten hier in der Mitte auch noch, ja. Wie soll denn das ein Kind hinkriegen? Das sind so die Geschichten, wo ich mir dann wieder denke, Mann, ne. Und es hält auch, es ist okay, aber es ist irgendwie so unbefriedigend, ja. Keine Satisfaction, ich weiß auch nicht. Aber ja, irgendwas ist halt immer, ne. So sieht er aus. Der gute Steinlord in seinem Steinroboter, ja, der hier mit schwingenden Armen, ja, durch die Steinwelt läuft. Und es sieht gut aus, es sieht klasse aus. Also im Gegensatz zu dem Lava-Roboter, wo der Kleine hier fast ins Nichts verschwindet, ist es hier wunderbar deutlich. Auch wenn der Charakter echt klein ist, ne? Im Gegensatz zu unserem Zitronenmännchen, ja, zum Dschungellord, der ja wirklich einen ordentlichen Dickkopf hat, sieht man ihn trotzdem super deutlich. Das Grau und das Grün harmoniert wirklich klasse. Gefällt mir gut und ich sag ja, der Ice Lord, den finde ich auch absolut bombig von der Form her, gefallen die mir hammermäßig gut. Ich mag auch die anderen Roboter, ja, aber ich sag ja, der Lava-Lord, der verschwindet irgendwie ein bisschen. Also der haut mich nicht so weg. Aber okay, auch das ist natürlich Geschmackssache und alles, was ihr hier hört, ist natürlich ausschließlich meine Meinung. Muss nicht eure sein, ne? Dazu passen natürlich auch wunderbar die ganzen Steinkreaturen mit dazu. Die Schildkröte bzw. Crash, ne? So, dann haben wir hier, wie hieß der? Bash, das ist Bash. So, dann hier haben wir Smash, ja, Smash, und hier haben wir Mesh, die Wortspielerei, ne? So, also die gehören zusammen, das ist das ganze Set, die Mini-Creatures und der Steinroboter plus Steinlord. Wenn ihr die alle habt, Glückwunsch dazu, eine coole Bande auf jeden Fall, ne? Das ganz klar. Und jetzt schauen wir mal, wie die Einzelnen hier im Roboter aussehen. Ja, wenn er mal kurz irgendwie, ja, aufs Steinhäuschen muss. Ja, aufs Klo oder so. So, also hier als erstes mal Mesh. Wie sieht der aus, wenn er drin sitzt? Der sieht gar nicht aus, denn ich kriege ihn fast nicht fest. Doch, jetzt. Okay, oh, der sieht gefährlich aus. Guck mal, boah, wie er hier drüber lugt mit seinen giftigen, kleinen, schmalen, engen Augen und den Riesenohren. Das sieht auch gut aus. Das gefällt mir gut. Super. Also Stein hat echt was. Ja? Stein ist auch echt klasse. So, dann haben wir hier, boah, ich verliere langsam die Namen. Ne? Das ist Bash. Bash hauen wir hier auch gleich rein. So, er sitzt und Bash guckt hier auch klasse raus, super. Dieses grimmige Lachen, das passt auch megamäßig gut zu diesem Steinroboter, klasse. So, als nächstes haben wir dann hier Smash. Smash nimmt Platz. Und Smash, ah, der guckt auch ziemlich grummelig hier über den Rand drüber, ist auch okay. Aber es macht was her, also es sieht aus wie ein Kopf, das ist okay, das kann man angucken.
So, dann als nächstes haben wir hier noch Crash, die Schildkröte. Ja, die guckt halt eher auf jeden Fall nicht über den Rand. Wenn ich sie so reinstecke, ja, dann sieht man nur ihren Hintern rausgucken. Ja, okay. Das sieht dann auch ein bisschen befremdlich aus, ja. Also die ist mehr oder weniger in den Roboterkragen gerutscht und sieht überhaupt gar nichts mehr und knallt hier gegen die Eigerfelswand. Oder wie heißt es? Keine Ahnung. Aber witzig. Sieht auf jeden Fall witzig aus. So, ich setze unseren Lord wieder rein. Und ihr wisst ja, ne, wenn er den richtig reinmacht, dann steht er ziemlich waagrecht drin. Und ihr könnt da natürlich die anderen drauf stapeln, so hoch ihr kommt. Ne? Und da der Hammer hier wunderbar flach ist, kann man hier auch noch einen draufstellen. Ne? So Geschichten könnt ihr hier machen. Und ja, stapelt doch einfach mal so viele drauf, wie der Hammer tragen kann. Das ist vielleicht auch mal interessant. So Geschichten könnt ihr machen. Und da hat man schon Kurzweil und Spaß dran. Das auf jeden Fall. Kurzweil, wieso fällt mir jetzt das Wort ein? Ja, das kommt doch von den Rittern. Also, okay. Wie auch immer, hier unser Steinlott mit seinem Steinroboter. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Ist also, ja, Favorit kann ich nicht sagen, weil es würde mir schwerfallen, mich für einen dieser Lords oder Roboter zu entscheiden. Gebe ich ganz ehrlich zu. Fällt mir wirklich schwer. Jedes Set hat wirklich seinen Reiz. Darum, ich werde das natürlich auch noch in 360 Grad drehen lassen. Ne? So sieht es übrigens von hinten aus. Auch witzig, wenn dieser grüne Bömmel hier noch rüber guckt. Ne? Die Gremlins-Ohren. Ja, gefällt mir auch sehr gut. So, dann stelle ich hier doch einfach mal alle nebeneinander. Wir haben hier, kriegt ihr alle überhaupt nebeneinander? Lava, wir haben Stein, wir haben hier Eis, dem die Spitzhacke aus der Hand fällt. So, und dann haben wir noch die Dschungelwelt. Und somit seht ihr hier jetzt mal alle nebeneinander. Welche Welt gefällt euch am besten? Könnt ihr da einen raussuchen? Wenn ihr euch einen raussuchen müsstet, wen würdet ihr nehmen? Also ich sag's euch ganz ehrlich, ich würde Stein nehmen. Tatsächlich, ist so. Ich kann es euch nicht sagen, warum, aber wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, Stein nehmen. Obwohl der Lava-Roboter wahrscheinlich am besten geht, aber der Lava-Lord haut mich nicht weg. Ne? Ja, also, wie schon gesagt, da kann man hin und her überlegen. Eis ist cool, Dschungel ist cool, sind alle cool. Ja, jede Figur hat was. Und wenn er dann halt auch noch entsprechend die ganzen Mini-Creatures drum trapiert, macht es schon wirklich was her. Also schon ein Eyecatcher. Obwohl alle vier Roboter exakt genau das gleiche Modell sind. Ne? Aber ihr könnt es ja in unterschiedlichen Posen, in unterschiedlichen Winkeln aufstellen, dann fällt schon wieder nicht mehr so auf. Ja, ihr könnt auch die ganzen Maschinen hier, die ganzen Roboter gegeneinander kämpfen lassen. Ja, mit allen Tricks, mit allen Raffinessen. Wer wird gewinnen? Und wer sagt, dass die immer kämpfen müssen? Vielleicht gehen sie alle zusammen einen leckeren Met trinken. Ja, oder zwei oder drei. Oder warum nicht zur Abwechslung mal ein paar Gummibärchen zusammen essen? Ist doch auch gut, ne? Stockbrot, ein paar gute Gespräche. Bin überzeugt, die haben genügend Abenteuer, die sie sich erzählen können. Gut, dann würde ich sagen, bevor ich hier noch mehr Quatsch rede, das war mein Unboxing zu diesen insgesamt vier Robotern aus der Lava-, Stein-, Eis- und Dschungelwelt mitsamt ihren, ja, Lords. Mir fehlen noch zwei Mini-Creatures aus der Lava-Welt, dann habe ich wirklich alles komplett. Und wenn ich die kleinen auch noch habe, dann glaube ich, werde ich die mal alle komplett filmen. Bin mal gespannt, wie lange das dauert. Jetzt aber, wie versprochen, die ganzen Lords mal nebeneinander. So, hier seht ihr jetzt mal alle ganz nah beieinander auf einen Blick. Links die Eiswelt, der Dschungel, Steinwelt und Lava. Ich sag ja, Captain Lava, ja, oder der Lava-Lord, leider ein bisschen stumpf geworden. Also den hätte ich mir gern noch ein bisschen transparenter gewünscht. Das fehlt bei dem ganz einfach. Und ja, dieses schmutzige, dunkle Orange, auch nicht so der Oberkracher, hätte ich mir gern ein bisschen heller gewünscht. Dann würde der auch besser dazu passen. Ja, und ich finde, dass sich hier unsere Steinwelt doch etwas abhebt, da halt die Gliedmaßen nicht so, ja, extrem angelegt wurden, sondern tatsächlich ein bisschen abstehen. Ja, die Arme links und rechts,
Ansonsten, was man hier auch gut erkennen kann, wirklich jeder Lord hat andere Zehen, andere Füße. Also das wurde nicht gleich modelliert. Da darf man dem Künstler, der Künstlerin, wer auch immer das gestaltet hat, ruhig mal Props aussprechen. Cool gemacht. Und es sieht einfach gut aus. Dieses Transparente kommt klasse. Gefällt mir wirklich gut. So, das Ganze jetzt auch noch von hinten. So sehen die Jungs von hinten aus. Auch hier schön deutlich Unterschiede zu sehen. Und unser Eislord hat hier zusätzlich noch ein kleines Schwänzchen. Sehr schön. Also, dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen. Die Lords von vorne und von hinten. Ja, ansonsten bleibt mir hier eigentlich nichts mehr zu sagen, außer danke fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Das waren alle vier Roboter und Lords aus allen vier Welten. Lava, Stein, Eis und Dschungel. Die Wasserwelt hat man irgendwie komplett weggelassen, warum auch immer. Ich bedauere das wirklich sehr. Aber vielleicht kommt ja mal wieder was dazu. Wir werden sehen. Vielleicht tauchen auch plötzlich komplett neue Welten dazu auf. Freue mich auf jeden Fall über jede neue Kreatur, die hier mit dazukommt, egal ob groß oder klein. Jetzt noch viel Spaß beim Rundherumdreh. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschauen. Sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay. We'll be right back.